angesetzt auf 3 Runden à 2 Minuten. So, wir sind wieder bei den schweren Jungs angekommen. Bis 94 Kilo ist dieser Kampf angesetzt. Du kämpfst dich alleine da draußen durch den Weltraum. Wir haben den Kämpfer vom Athletics Gym gegen Combat Berlin. Judges ready. Weil man dich in die Ring frei, Runde 1. Wie des Öfteren schon erwähnt, bei den schweren Jungs ist natürlich auch jeder Schlag eine ganz andere Wirkung. Und der Kämpfer in der roten Ecke wird schon das erste Mal angezählt, nach nicht mal einer Minute. Er ist wieder bereit und es geht wieder weiter. Und genauso wie er angefangen hat, macht er weiter. Der Kämpfer aus der blauen Ecke vom Combat Berlin. Er sucht das schnelle Ende. Und sichtlich beeindruckt ist der Kämpfer in der roten Ecke. Allerdings hat er mittlerweile ein bisschen mehr die Deckung oben. Und teilt nun auch aus. Und da hat er sich zurückgekämpft. Sollte allerdings aufpassen, der Kämpfer in der roten Ecke, dass er den Kopf nicht immer so weit runternimmt. Das kann einfach schnell mal zu einem Ende führen, wenn jemand ein Knie hochzieht. Hier wird gerade mit offenem Visier, ohne jegliche Deckung, von links nach rechts ausgeteilt. Beide Kämpfer wollen jetzt einfach beweisen, was sie für ein hartes Kinn haben. Und jetzt ist sichtlich angeklingelt der Kämpfer in der blauen Ecke, Marius Kern. Hat ordentlich damit zu tun. Da wird nochmal... Er ist einigermaßen wieder anwesend. Und dann geht es weiter in die letzten 20 Sekunden. Und wie man sieht, so schnell kann sich ein Kampf verändern. Und da wird der Kampf abgebrochen, weil er einfach nicht mehr zu Kräften kam. Marius Kern ist noch nicht wirklich bei Sinnen. So langsam kommt er wieder zu sich. Wie gesagt, in der schweren Gewichtsklasse kann es ganz schnell gehen. Es sind einfach ganz andere Kräfte, die da einwirken. So wie es am Anfang ausgesehen hat, kann es am Ende sich das Blatt doch nochmal wenden. Und Eduard hat gezeigt, dass er Nehmerqualitäten hat, als auch absolute austeilen kann. Die beiden haben definitiv ja, ein Faustballett der besonderen Art geliefert. Welch ein knallharter Kampf von den schweren Jungs. Wir haben ein Ergebnis nach TKO. Gewinner in der roten Ecke, Eduard Redai. Verdient gewonnen. Beide haben sich hier ja, eine kleine Schlacht geliefert. So schnell kann es gehen. Schauen wir mal, wie es dann später wird. Wir haben noch einen 100-Kilo-Kampf. Da ist dann noch mal ein bisschen mehr Gewicht.